Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ah, das hat schon eine ganz hübsche Ausstrahlung. Wo haben Sie es her? Das habe ich von meiner Tante geerbt bekommen. Mhm. Sind Sie Schwestern? Ja. Also auch Ihre Tante? Ja. Aber wir waren eine große Erbengemeinschaft. Ja. Und sie hat also ungefähr seit den Ende 60er Jahren gesammelt. Mhm. Ja, und das wurde und dann aufgeteilt. Wie kam es dazu, dass Sie das gelost? Gelost. Ja. Und wurden die Bilder vorher geschätzt oder wurden? Kurzfristig wurde es einmal geschätzt, ja, aber weil wir es ursprünglich verkaufen wollten. Ja, gut. Also, Sie haben das jetzt gelost? Ja, ich habe dieses losgezogen. Mhm. Wir sind hier im deutschen Expressionismus. Mhm. Wir sind hier knapp vor 1910. Mhm. Wir sind hier beim Künstler Kirchner. Mhm. Also, Ernst Ludwig Kirchner. Die Zeichnung. Weil so wie der zeichnet, kann nur er zeichnen. Um ihm beizuspringen. Das ist wie mit den Handschriften. Ja. Okay. Eine Handschrift okay. ist was Individuelles. Okay. Und wenn Sie sich damit beschäftigen, können Sie viele Handschriften erkennen. Mhm. Wenn Sie sich als Kunsthistoriker oder Kunsthändler beschäftigen, können Sie viele Handschriften. Und Sie kriegen sofort ein seltsames Gefühl, wenn was nicht stimmt. Mhm. Ne? Weil das I oder diesen Bogen oder so macht der auf die andere Art Weise nicht. Gut. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, dass je länger ich das betrachte, sich eine tiefe Begeisterung eigentlich für das, wie es gemacht ist, sich immer mehr verfestigt in einem, weil es ein Wunder, kann man fast sagen, ist, wie die Atmosphäre hier hergestellt wird. Mhm. Etwa hier in dieser Figur ganz links, die ja schon als Violinistin identifiziert ist. Wie ist es möglich, dass man mit zwei, drei Haken den Eindruck schafft, dass da tatsächlich jemand ein Instrument spielt und mit Hingabe dieses Instrument spielt? Und wenn man es genau sieht, eine Gartensituation, drei Sesseln, hier ein Zuhörer, hier ein vielleicht auch Musikant, der gerade nichts tut, aber hier diese Geigerin mit diesen beiden Strichen, hier wird der Bogen skizziert und es ersteht vor uns. Das waren Ideenskizzen für größere Bilder, das kann sein Aquarell oder für ein Ölbild. Es waren Notationen, ich bin überzeugt, der Kirchner ist dort gesessen. Es war irgendwo in einem Park, er ist gesessen und hat das skizziert. Schön mit schwarzer Kreide, mit rot-braun-Kreide und grüner Kreide, es ist eine Kreidezeichnung, mit der Absicht hier Situationen, Räumlichkeit, Verhältnisse darzustellen. Ich meine, es ist, nur noch mehr anfangen, die Violinistin haben wir schon. Jetzt sitzt aber da vorne dieser, ich kann nicht anders als das als einen Herrn identifizieren, der in seinem Stuhl nahezu hingegossen ist. Hingegossen in diesem Zuhören. Man sieht die ganze Aufmerksamkeit. Vielleicht liegt es an dieser stilisierten Mütze, die der da auf hat. Man kann es jetzt gegenständlich gar nicht näher beschreiben. Das ist wie eine Art Pfeil hin zu dieser Violinistin. Er ist ganz in den Bann geschlagen davon. Was wieder konterkariert wird durch diese Figur, die der Herr Dr. Kiese schon genannt hat, die da durchs Bild wandelt, die eigentlich von dem Ganzen noch gar nicht so berührt zu sein scheint. Damit gewinnt aber das Ganze wieder an Räumlichkeit, also an dieses Übertragen des Klangs auf das Gehör. Und was er jetzt sagt, diese Informationen, die er herausliest durch genaues Beobachten, sind genau die Qualitäten dieser neuen Kunst. Wir sind hier in einer neuen Kunst, Expressionismus nach 1905, nicht mehr Abbild, nicht mehr Illusion, sondern Inhalte, Gefühle, Stimmungen. Und er kann, ich meine, stellen Sie sich vor, einer zeichnet es ganz genau, der braucht 5 Stunden, um die Geschichte zu zeichnen und hat es dann nur bildlich wiedergegeben. Mit dieser schnellen, impulsiven, lockeren Art und Weise des Zeichnens vermittelt er aber Gefühle, Emotionen, Zustände. Und das ist das, was die Kunst damals neu macht. Das Abbild war nicht mehr interessant. Die Fotografie hat das alles schon viel besser können. Außerdem viele, viele, viele gute Maler auch. Mhm. Hier geht es um den Bauch, um Empfindungen, um Gefühle. Das macht die Dinge auch wertvoll. Es gibt Sammler für Skizzen, die Skizzen lieber haben als die ausgeführten Bilder, weil dieser erste Moment ganz wichtig ist. Zum Preis, ein Blatt wie das kostet heute bei einer Auktion so zwischen 9.000 und 12.000 Euro. Und wenn, wer ist jetzt benachteiligt? Niemand. Wir verkaufen es eh nicht. Ja. Aber haben Sie weniger gerechnet? Ja, schon. Ja? Mhm. Ja. Also das finde ich schon ja, die kosten recht gut. Nein, da hat Ihre Tante gut gesammelt. Und ja, und, man kann nur gratulieren. Ja, freuen wir uns. Ja. Vielen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen.